Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo zusammen. Wir haben schon sehr lange kein Video mehr gemacht, wo wir so Erklärungen abgeben und reden im Video. Das wissen wir, aber es ist immer wieder gewünscht worden. Leute haben gefreut, dass wir wieder mal etwas erklären können. Und wir kommen hier in Amsterdam, eignet sich eigentlich auch gut für das. Wenn ihr euch wundert, warum wir Schweizerdeutsch reden, wir haben einfach gefunden, es kommt authentischer rüber, aber es gibt Deutsche, also Hochdeutsche und englische Untertitel. Ja, also wir sind in Amsterdam, wir sind jetzt auf dem Weg zum Fischerladen. Beziehungsweise wir stehen davor. Genau. Müssen wir uns noch mit dem nötigsten Stuff eindecken und dann geht's ab ans Wasser. Es hat jetzt gerade angefangen zu regnen und darum stehen wir schnell unter, weil es ist noch zu früh zum nass werden, wenn wir einen langen Tag vor uns haben. Und darum nutze ich die Gelegenheit gerade, um uns von unserer Mission zu erzählen. Wir werden verschiedene Techniken und Köder ausprobieren und welche das sind und wie das genau funktioniert, erklärt jetzt Jan. Ja, wie es der Talin schon angetönt hat, versuchen wir mit möglichst vielen verschiedenen Ködern einen Fisch zu fangen. Das heisst, wir versuchen mit Chicks, mit Skirted Chicks, mit Dart Chicks, mit verschiedenen Rigs, also Dropshot, Carolina, Texas. Wir versuchen mit Wobbler, mit Chickspinner, halt mit möglichst vielen verschiedenen Ködern einen Fisch zu fangen und zu zeigen, mit wie vielen Methoden man eigentlich zu Amsterdam kann zum Fisch kommen. Also ich würde sagen, wir sind jetzt ready, der Regen ist weg. Ja, wir gehen jetzt ins Wasser, richten unsere ersten Methoden ein, gehen zum ersten Spot und wir sind gespannt, was so wird laufen. Ja, wir sind jetzt am ersten Spot angekommen. Es ist da so eine Brücke. Ich probiere es am Anfang mal mit dem Chickspinner. Ich nehme es an, dass es schnell gehen. Den Chickspinner schon mal abzirkeln. Der Talin fängt mit einem Dropshot an. Mein Easy Shiner. Ich wechsle vielleicht mal auf No Action und Creature oder Creature. Aber jetzt denke ich, Easy Shiner ist mal gut zum Anfangen. Und das Geile an diesem Spot ist wirklich, dass halt da das Wasser sehr breit ist und da so ein schmaler Durchgang ist, der ziemlich tief ist. Und jetzt gerade so Zander, die es gerne dunkel haben und nicht so gerne direkt die Sonneneinstrahlung, die suchen natürlich tagsüber dann solche Orte auf. Chickspinner wäre auch im ersten Wurf schon mal abgehärtet. Ja, schöne Egli auf Chickspinner. Kommt natürlich wieder rein da, Amsterdam. So, der erste Fisch. Kleiner Barsch. Kleine Egli meine ich, ja. Stimmt, ein kleiner Egli. Auf den Easy Shiner. Ja, da gibt es definitiv noch grössere in Amsterdam von dieser Art. Gehen wir schnell wieder rein. Dropshot läuft. Ja, nachdem Chickspinner so schnell funktioniert hat, mache ich jetzt mal einen Chatterbait an. So einen kleinen selber gemachten. Mit einem 3-inch Shedding Pad. Leatherbait wäre auch abgehäkelt. Also als nächstes nehme ich einen Crazy Flapper von Kitech am kleinen 5 Gramm Chick. Das hat eigentlich in den letzten Tagen noch ziemlich gut gefunzt. Mal schauen, ob es heute auch der Fall ist. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Standardgrösse. Aber ja doch, sie beißen eigentlich gar nicht so schlecht. Der Crazy Flapper. Hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt kommt das Carolina Rig an. Schrägstrich Texas Rig. Ich mache einfach mit einem Gummistopper, dass wir es nachher verschieben.
Da muss ich nicht so viel montieren. I've been stuck in my head for so long and I felt no need to be strong in the water. I'm drowning, I cannot breathe. I can feel the tide, though I'm close to know that I tried to reach you. Oh, I need you. Oh, I'm suffocated. Tell me, how do you feel? Tell me how I became so faded. I've been so distracted, didn't know what I wanted. And I've been singing this song for too long. Cause I'm hopelessly in love with you. Yeah, I'm hopelessly in love with you. Whoa, whoa. Cause I'm hopelessly in love. So, bis an unserer Brücke haben jetzt einen Anlauf. Das heisst, wir gehen jetzt weiter. Laufen jetzt an einem Kanal entlang, der nicht so spannend ist. Fischen einfach schnell die Brücke ab. Und kommen jetzt so immer näher Richtung Innenstadt. Zu den Kanälen, die von der Amstel gefüttert werden. Mit frischem Wasser. Und dort geht es dann weiter auf Egland. Zander. Der Chicky ist auch abgehakt. Schöner Zander. Auf den Fat Swing Impact von Kitech. Ja, eine kleine Zette gefangen. Ja, der Kleine kommt jetzt wieder zurück. Mit dem ausziehbaren Bäumer. Nochmal schön runterlassen. Im Streetfishing ist es sehr wichtig, dass man auch ein bisschen runterkommt. Darum haben wir uns im Fischerladen hier so einen Streetfishing-Kescher gekauft, wo man auf 3 Meter teleskopisch ausfahren kann. Ja, kann man sich auch umhängen. Das ist ziemlich praktisch. Ich fange den Zander gerade auf Texas Rig mit einer 3-Inch Dolif Craw von USP. Also, es ist jetzt gerade ziemlich schnell gegangen. Wir haben jetzt gerade 2 Zander gefangen. Der Spot ist wirklich sehr geil. Es ist quasi so eine Doppelbrücke. Und es hat dazwischen so ein Platz zum unteren Werfen. Das heisst, man kann gut auf beide Seiten unter die Brücke werfen. Und so haben wir auch unsere Zander gefangen. Ja, der Talin ist jetzt seit 20 Minuten hier drinnen Schweiß am Abfischen. Wir haben da noch nie irgendwie einen Biss oder etwas gefangen, aber er hat gesagt, er wollte Schweiß abfischen. Das heisst, ich lerne das machen. Ich habe jetzt auch nicht so Lust, aber ich kann euch ja währenddem mal mein Tackle zeigen, das ich fische heute. Als Route habe ich hier einen Hearty Rise Ballet Hunter. Ich hoffe, man versteht etwas mit dem Wind. Aber ich habe hier einen Hearty Rise Ballet Hunter, 2 Meter lang etwa. Ja, 6 Fuß, 9 Inch lang und bis 21 Gramm Wurfgewicht. Wobei ich bin mir sicher, mit der kann man ein paar Gramm mehr werfen. Das ist eine ziemlich straffe Route. Und eigentlich ziemlich perfekt zum Zanderl hier zu Amsterdam. Und ja, für Egli zwischen den Hausbooten und so. In der Gracht hätte ich jetzt noch eine leichtere Route genommen, weil wir heute Abend vorhaben, nach dem Fluss auf Zander zu schicken. Habe ich die genommen, mit der geht es aber auch gut. Mit irgendwie Dropshots, Carolina, Texas. Das Zeug funktioniert alles auch. Und der Talon ist jetzt endlich da. Genau. Und das heisst, wir können jetzt über. Ich habe noch schnell hier den Spüsenbereich abgefischt, aber leider keinen Biss bekommen. Ich dachte, vielleicht könnte es einen Zander. Ja, das habe ich euch schon erklärt eigentlich. Naja, egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rüber. Jawohl.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen vom Wind geflohen. Wir sind schon zu Mittagessen und sind jetzt in der Innenstadt an der Amstel. Und fischen jetzt ein bisschen die Amstel entlang und dann gehen wir ein bisschen die Grachten rein. Sind dort ein bisschen vom Wind geschützt. Suchen dort zwischen den Hausböden und bei den Brücken. Ich jetzt mit Skirtercheck, der Talin mit Starcheck. Das fehlt noch auf der Liste. Ein paar Regli oder Zander fangen. Wahrscheinlich in Regli. Dann fehlt nachher nur noch Wobbler und Cheburashka und dann haben wir das. Also nur, ob es etwas gibt. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air. Ja, das Körtelchick wird auch abgehakt und zwar mit dem schönen Igel. Wir haben es jetzt noch nicht gemessen. Aber der wird 100% über 40 haben. Was für ein Traumfisch. Darum sind wir zu Amsterdam. Und da ist ein kaltes Körtelchick, ich glaube etwa 7 Gramm schwer. Mit so einem Krebs von Neuke. Ich weiß gar nicht, wie die genau heissen. Wie man sieht, hat er schon ein paar Fische gebracht in diesen Amsterdam-Ferien. Ist schon ziemlich ramponiert. Jetzt mache ich dann mal einen neuen drauf. Aber zuerst mal fische ich nicht mit dem Skirtercheck weiter, sondern jetzt mit einem Wobbler. Der Highcut von OSP. Mal schauen, ob ich mit dem auch noch einen Igel rausbekomme. Ja, nach einem Jahr habe ich jetzt nachdoppelt mit einem grossen Igel. Naja, Chebu ist abgehakt, aber Fisch ist wohl einer der allerkleinsten Sorten. Ja, ich habe jetzt einen von den zahlreichen Hängen hier in Amsterdam. Hat halt viele Velos und Geschichten drin. Und ich zeige euch einen Trick, wie man so die Hänger oftmals lösen kann. Und zwar hängen sie da ziemlich fest. Dann kann ich da mit der Schnur ziemlich stark anziehen. Dann so wie rausspicken. Und schon ist er draußen. Weil durch das Spicken gibt es so ein Rückstings für den Wobber und er kommt oftmals aus dem Hindernis raus. Also ist jetzt egal, ob er das mit einem Jig macht oder mit einem Wobber. Funktioniert eigentlich in den meisten Fällen. Ja, der OSP Highcut hat jetzt da ein bisschen Egel gefangen. Das heisst, der Wobber wäre auch abgehakt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Jig. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Let's go! Ich habe es wirklich mit den kleinen Egel. Der Kleine ist auf den Darchick gekommen. Mit einem Rallis Foul-Tail Shad von Duo. Ja, den halten wir da gar nicht lang über Wasser. So. Das heisst, ich würde sagen, die Mission ist abgeschlossen. Ja, wir haben jetzt mit allen aus den Ködern, die wir uns vorgenommen haben, etwas gefangen. Das heisst, wir werden jetzt einfach noch ein bisschen weiterhin in den Gracht fischen. Ja, wir gehen jetzt mal in eine Seitengracht rein. Und natürlich, wenn wir etwas fangen, sind wir live dabei. Ja, das Körtelchick geht auf Zander. Da noch der Krebs. Schöner kleiner Zander. Das Boot eignet sich wieder perfekt für einen Big Elsen Trick. hat hier dran so eine flache Fläche, wo man den Köder drauflegen kann. Ich zeige euch gerade mal schnell, wie man die Böden kann zu seinem eigenen Gunsten nutzen. Und zwar fährt das Boot jetzt da unter der Brücke durch. Und ich mit meinem Köder kann den natürlich auf dem Boot passieren. Jetzt darfst du aber nicht verpassen. Nein, jetzt lege ich den da hinten ab. So drauf. Planen unter der Brücke. Da, die Schnur wird abgezogen, wie man sieht. Und jetzt kann ich ihn einfach abbremsen und der Köder ist unter der Brücke durch. Und das nächste Boot kommt schon wieder und ich kann wieder mit. Los.
Yes. Schöne Zander auf den Skirtercheck zwischen den Igli. Bissen da immer wieder schöne Zander, sieht man da, vor allem jetzt, wo es gegen den Abend Richtung Dämmerung geht. Sehr, sehr geil. Weiterbissen? Da freue ich mich jetzt echt. Ich habe voll unter Druck gepfeffert und langsam durchgezuppelt. Und bei der ersten Flucht habe ich echt gedacht, das ist ein Hecht. Aber umso geiler, wenn es so ein schöner Zander ist. Yes. Yes. Was meinst du, setzen wir ihn zurück? Nein, ich glaube, den nehmen wir mit. Nehmen wir mit, okay. Ja, ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen ratlos. Wir haben hier das Restaurant Isola Bella Pizzeria. Ja. Wir haben natürlich hier einen, der Grillrestaurant. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die Schrift heisst. La Luegra oder so. Und wir können uns jetzt schlecht entscheiden. Oder wir einfach Münzen werfen. Ja. 50 Cent, oder? Das läuft. Ja, das läuft. Also, jetzt, was ist die Zahl? Ist der Italiener. Die Zahl ist Italiener. Kopf ist da, Döner, Imbissbude. Genau. Also. Zahl. Zahl, also. Was ist die Zahl schon wieder? Der Italiener, oder? Der Italiener, wir gehen da. Also, ab in Italiener. Ja, bevor wir jetzt in der Nacht noch ein bisschen Zander fischen, am Ei, am grossen Fluss, haben wir uns eine Pizza gegönnt. Damit wir wieder voll bekräftigt sind, um die fetten Zander rauszupumpen. Ich habe Hawaii, weil Ananas gehört auf Pizza. Der Talin hat irgend so ein Gemüsezeug. Habis. Aubergine, so Zeug. Weiß nicht genau. Ich stehe aber hier am Umrigen. Ja, und zum Trinken haben wir uns natürlich, wie es gehört, beide in Süßmost bestellt. Das Rivella. Ah, das Rivella ist es, ja, stimmt. Bam. Ja, jetzt machen wir alles ganz normal. Cheers! Prost! Ja, also jetzt haben wir fertig gegessen und es ist Nacht und jetzt fährt die Abendsession an. Wir hoffen, dass wir ein paar Zander fangen können. Los geht's. So, erst Ruf an dem Spot, die erste Absinkphase, kurz vor dem Grund, ein schönes Dock. Geiler Anfang in die Nachtsession. Auf jeden Fall. Für Amsterdamer Verhältnis schon ein bisschen über dem Durchschnitt so. Und ich denke, da kommen heute Abend noch ein paar mehr. Gefangen habe ich ihn auf den Grelli-Gummi. Ja, ist nicht lang gegangen, da habe ich auch meinen ersten Nachtsander. Kein Reis, aber ein geiles Doch hat er gemacht. 4 Inch Easy Shiner in grün. Stark UV-aktiv. Der kommt jetzt wieder zurück.
Jetzt sind wir hier an einem Spot, wo wir bis jetzt jeden Abend den einen oder anderen Zander rausgeholt haben. Wir stehen so zwischen zwei so Brücken. Und es ist ein bisschen beleuchtet. Und mal schauen, ob es eine gibt. Jawohl! Ein absoluter mega kleiner Zander. Ich habe jetzt eine Flunder gefangen beim Zanderfischen. Ja, ich lade dich schnell wieder rein. Ja, auf so einen weiß orangen Zander Pro Shad. Jetzt in der Nacht noch schnell einen kleinen Ekel gefangen. Ja. Ich nehme es an, es ist ein schöner Abschlussfisch, es ist 11:30 Uhr. Wir machen jetzt langsam Richtung Hotel, vielleicht noch ein, zwei letzte Würfe, aber wahrscheinlich. Schönen Abschluss für den heutigen Tag.